Die Ozonschicht der Erde erholt sich, aber längst nicht überall. Die Schicht, die die Erde vor den krebserregenden UV-Strahlen der Sonne schützt, wird an den Polen zwar wieder dicker, aber nicht in tieferen Breitengraden, berichten Forscher im Fachblatt Atmospheric Chemistry and Physics. Dort schrumpfte die Ozonkonzentration in der unteren Stratosphäre zwischen 15 und 24 Kilometern über der Erde weiter. Warum, wissen die Experten noch nicht. Das Ozon in der Stratosphäre erholt sich offenbar nicht zwischen den 60. Breitengraden Nord und Süd, schreiben die Forscher. Das schließt große Teile der Welt mit ein, auch beispielsweise Deutschland. Die Folgen könnten den Forschern zufolge schlimmer sein als die Konsequenzen durch dünne Ozonschichten an den Polen. Zum einen, weil die UV-Strahlung in mittleren Breiten höher sei als an den Polen und zum anderen, weil dort mehr Menschen leben. Das ist verblüffend und besorgniserregend, sagt der Leiter der Atmosphäreforschung am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam, Markus Rex, über die Ergebnisse. Forscher hätten sich zuletzt ein bisschen zurückgelehnt, um der Ozonschicht bei der Erholung zuzusehen, sagte Rex, der an der Studie nicht beteiligt war. Er bezeichnete die Untersuchung als robust und solide. An den Polen war in den 80er Jahren ein besonders rasanter Schwund des Ozons bemerkt worden. In der Antarktis tat sich jedes Jahr ein regelrechtes Ozonloch auf. Die Lage besserte sich dort aber durch das Montreal-Protokoll von 1987, das die Produktion von ozonschädigenden Chemikalien weitgehend gestoppt hat, schreiben die Forscher. Die Chemikalien wurden etwa in Kühlgeräten verwendet. Die Ozonkonzentration in der oberen Stratosphäre über 30 Kilometern sei seit 1998 deutlich gestiegen, heißt es in der Studie. Dass die Erholung die tieferen Breitengrade nicht erreichte, konnten die Forscher erst jetzt durch eine neue Datenanalyse nachweisen. Diese Ergebnisse stellen nicht den Erfolg des Montreal-Protokolls in Frage, betonte Rex. Es sei erwiesen, dass der Produktionsstopp der Chemikalien erheblich zur Erholung der Ozonschicht in der oberen Stratosphäre und an den Polen beigetragen habe. Diese Erklärung für die gegenteilige Entwicklung in tieferen Breitengraden könnten kurzlebige Gase und der Klimawandel sein, so die Studie.